So, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr reinschaut zu meinem Video zu Moon Adventure. Moon Adventure ist der kooperative Nachfolger von Tiefseeabenteuer, auch ein Spiel von Oink Games, kommt hier auch im Oink Games Big Pack. Das hier ist das Spiel einmal aufgebaut und in diesem Video werde ich euch jetzt einmal zeigen, wie dieses Spiel funktioniert. In Moon Adventure spielen wir keine Tiefseeabenteurer, sondern wir sind Astronauten, die auf der Mondbasis sind. Ein heftiger Magnetsturm hat unser Material durcheinander gebracht und halt weit weggeweht und auf der Mondoberfläche verteilt und wir müssen uns jetzt rauswagen und ganz viel Materialien bergen. Abhängig von der Spielerzahl brauchen wir halt zu zweit entweder 4 auf dem Anfängerlevel oder 5 auf dem Expertenlevel Materialien, um das Spiel zu gewinnen. Und wenn wir auf diese Plättchen gehen, können wir die halt bergen mit einer Aktion. Auf der Rückseite ist entweder intaktes Material oder beschädigtes Material. Und wir dürfen uns die Plättchen erst dann angucken, wenn wir wieder zurück in der Basis sind. Deswegen wissen wir vorher gar nicht, ne, haben wir jetzt wirklich ausreichend genug. Deswegen macht es auch keinen Sinn, hier oben einfach alles abzugrasen und dann wieder zurückzulaufen. Denn hier, da steht eine 3 drauf. Das sind jeweils 7 Stück. Also 7 Dreier, 7 Vierer, 7 Fünfer. Hier haben wir insgesamt 3-mal intaktes Material und 4-mal beschädigtes. Hier haben wir 4-mal intaktes Material und 3-mal beschädigtes. Und hier haben wir 5-mal intaktes Material und nur 2-mal beschädigtes Material. Je weiter wir uns also von der Basis entfernen, umso höher unsere Aussicht auf Erfolg. Jeder Spieler hat hier so 5 Container, wo wir am Anfang 3 Sauerstoffflaschen haben. Die zeigen entweder 2 Würfel oder 3 Würfel. Die müssen wir jetzt zu Beginn jeder Runde ausgeben, um damit Aktionspunkte zu generieren. Das hier sind Routenmarker, die können wir nachher auf dem Spielplan verteilen, um einfach diese entsprechenden Plättchen zu überspringen. Damit kommen wir halt schneller runter und auch schneller wieder hoch. Das hier sind Sauerstoffherstellungssysteme, die wir halt auch hier platzieren können, um zwischendurch neuen Sauerstoff generieren zu können. Aber wenn es davon keine mehr gibt, dann sind die eben auch weg. Das hier ist der Ablagestapel. Wenn wir neuen Sauerstoff ziehen, weil wir auf so einem System hier stehen, dann ziehen wir einfach zufällig eine von diesen Karten. Wenn wir dabei so einen Magnetsturm ziehen, dann geht das System kaputt und wir müssen ein neues bauen, um noch weiteren Sauerstoff generieren zu können. Immer wenn dieser Kartenstapel einmal durch ist, kommt eine weitere Karte hier rein. Also ähnlich wie bei Pandemie, je weiter das Spiel voranschreitet, umso mehr eskaliert das Ganze. Das hier sind einfach Austauschmarker. Wenn ich das Teil jetzt hier bergen würde und es dorthin lege, dann würde ich einfach hier so einen X-Marker hinlegen, damit die Strecke nicht kürzer wird, je mehr wir da wegnehmen, sondern der Weg erstmal immer gleich lang bleibt. Und außerdem hat jeder Spieler auch noch so eine Charakterkarte. In dem Fall spielt hier der linke Spieler den Veteran, er spielt den Mechaniker. Der Veteran braucht nur 2 Aktionspunkte, um so ein Material hier aufzunehmen, während der Mechaniker für einen Zug die Aktion OGS-System aktivieren ausführen kann, wofür man normalerweise immer 3 Aktionspunkte braucht. Hier unten ist noch ein Rover, in den wir einsteigen können und damit richtig schnell hier hochfahren können, müssen uns aber auch beeilen, damit uns der Sauerstoff nicht ausgeht. Die Mechanik ist dann hier nochmal auf der Karte erklärt. Wie würde das Spiel jetzt ablaufen? Wenn dieser Spieler hier anfangen würde, würde er diese Karte hier auf den Ablagestapel werfen und dürfte dann 2 Würfel werfen. Das sind jetzt die Aktionspunkte, die er in dieser Runde hat, in dem Fall also 5. Diese Aktionspunkte kann man jetzt auf unterschiedliche Art und Weise ausgeben, sich einfach ein Feld bewegen, würde einen Aktionspunkt kosten, hätten wir also noch 4 übrig, dann könnte man hier so einen Marker drauflegen, das würde jetzt 2 Aktionspunkte kosten, dann wären noch 2 übrig, dann könnte man noch hier hinlaufen, das würde einen weiteren Aktionspunkt kosten und dann könnte er sich einfach noch ein Feld vorbewegen und schon wären alle 5 Aktionspunkte weg. Dann wäre jetzt der andere Spieler dran, der könnte einfach sagen, dass er jetzt diese Dreierkarte hier ausgibt, wirft die auch weg, hat dann 3 Würfel, die er würfelt, hat jetzt auch trotzdem nur 5 Aktionspunkte. Die Würfel gehen auch nur von 1 bis 3, also ne, da kann man keine 6 würfeln und auf einmal hat man 18 Aktionspunkte und der kann sich jetzt eben auch überlegen, wie er die gerne ausgeben möchte. Er könnte sagen, er geht 1, 2, ne, Felder, wo was drauf liegt, werden übersprungen, 3, weil auch dieser Astronaut hier übersprungen wird und dann könnte er noch 4, 5 hier so einen Marker hinlegen. Dann wäre ich schon wieder dran, würde jetzt hier auch wieder eine Karte wegwerfen, würde dementsprechend 2 Würfe werfen, hätte eine 6, das ist gar nicht so schlecht. Also könnte ich sagen, ich gehe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkte hierhin. Man darf sich auch mal absprechen, wir spielen komplett gemeinsam und kooperativ. Dementsprechend könnte der Spieler hier jetzt sagen, er möchte gerne auch mal 3 ausgeben, ne? Also so eine Dreier-Sauerstoffkarte, würfelt dann, hofft, dass er jetzt eine hohe Zahl würfelt. Das ist immer eine 8, das ist gar nicht so schlecht, weil diesen Spieler müssen wir jetzt dringend mit Sauerstoff versorgen. Wenn man an der Reihe ist und hat keinen Sauerstoff mehr, ist das Spiel sofort verloren. Also könnte er jetzt 1, 2, 3, 4 gehen. Er braucht ja nur einen Punkt, um so ein Sauerstoffgenerierungssystem zu bauen. Das heißt, er hat jetzt schon mal 4 Punkte verbraucht, also hätten wir nur noch 4 übrig. Also könnte er sagen, 5, 6 geht er hier hin,
7 baut er dann dieses System, was normalerweise 3 Aktionspunkte kosten würde, aber da er Spezialist ist, kann er das einfach so machen und es kostet ihm nur 1 Aktionspunkt und mit der 8. Aktion geht er dann da drauf. Und da der Spieler jetzt seinen Zug auf einem Oxygen Generating System beendet hat, nimmt er jetzt eine Karte vom Nachziehstapel, den gibt es gerade nicht, also werden diese Karten hier natürlich verdeckt gut gemischt und dann guckt man, wie viele freie Slots hat er. Er hat also 1, 2, 3, 4 freie Slots, also 1, 2, 3, 4 Karten. Dann wird halt geguckt, es ist kein Magnetsturm dabei, ansonsten wäre das Ding jetzt kaputt gegangen und dann hätten wir vielleicht schon verlieren können, weil wenn der Spieler jetzt hier diese 2 Würfe hätte werfen können und nur eine 2 gewürfelt hätte, dann hätte er nicht mal die 3 Aktionspunkte gehabt, die er bräuchte, um so ein Sauerstoffgerät dahin zu bauen und dann wäre es jetzt auf jeden Fall schon kritisch geworden. Natürlich hätte dann dieser Spieler, ne, der jetzt erstmal diese Sauerstofftanks hier in seine Container legt, wieder zurückgehen können, ne, wäre dann hier hingelaufen und hätte dann sagen können, komm, für einen Aktionspunkt teile ich mit dir und laufe dann wieder zurück, um dann weiteren Sauerstoff zu generieren. Aber das würde uns auf jeden Fall einbremsen. Das Problem ist nur, und das ist jetzt nicht so gut geplant, dieser Spieler steht jetzt auf dem System, deswegen müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Er gibt erstmal hier diese Sauerstoffkarte aus, legt die hier auf den Ablagestapel, da kommt jetzt auch noch eine weitere Magnetsturmkarte rein, das heißt, ne, es wird immer schwieriger, dann wird gewürfelt, er hat jetzt eine 5 und da kann man jetzt eben auch gucken, er könnte jetzt sagen 1, 2, 3, 4 oder er bleibt hier stehen, ne, und sagt einfach 3 und für 4, 5 nimmt er sich jetzt dieses Material hier, legt das hier hin, das verbraucht jetzt einen Slot. Hier kommt so ein Marker hin und ne, zählt eben auch weiter als Wegpunkt. Und hier der Platz ist natürlich auch endlich, das heißt, wenn alle Container voll sind, dann kann man keine weiteren Materialien mehr aufnehmen, aber man sollte noch schon in der Nähe der Mondstation sein, sonst kommt man da einfach nicht wieder zurück und dann ist das Spiel eben auch verloren. So, jetzt wäre dieser Spieler dran, der Spieler hat ja jetzt relativ viele Optionen, er könnte sagen, er gibt diese Dreier-Sauerstoffkarte ab, nimmt dann 3 Würfel, würfelt die, hat jetzt leider nur eine 5 gewürfelt und dann könnte man zum Beispiel sagen, komm, wir tauschen, ne? Und dann kann man auch wirklich frei tauschen, das heißt, er könnte sagen, komm, er gibt mir hier die rüber, ne, gibt sogar hier noch den aus und dann wird aber auch das hier getauscht, weil dieser Spieler ja viel einfacher Materialien bergen kann. Ne. Einen möchte er vielleicht noch behalten, weil er jetzt auch sagt, okay, ne, das war jetzt ein Aktionspunkt, dann könnte er für den zweiten Aktionspunkt hier rüber gehen, hätte dann eben noch 3 Aktionspunkte übrig und dann könnte er eben auch hier so einen 5er Marker bergen, legt den hier hin, legt dort auch dementsprechend so ein Chip hin und dann ist der Zug zu Ende. Ne, er kann auf jeden Fall dann gleich noch was machen, weil er auf jeden Fall noch Sauerstoff hat. Der Spieler hier ist auch ganz gut ausgerüstet. Also gibt der vielleicht hier auch mal so eine Zweierkarte aus. Wichtig ist ja auch, wir müssen noch wieder zurück. Nimmt dann hier die Würfel, hat jetzt eben nur eine 4 gewürfelt. Also könnte der sagen, er geht vielleicht mal 1, 2, 3, 4. Also könnte der mal sagen, er geht 1, 2 hier hin, ne? Erntet dann quasi oder sammelt dieses Material hier ein, legt dann dementsprechend auch so einen Marker dahin und dann ist der Spieler hier wieder dran. Der gibt jetzt auf jeden Fall das Gerät hier aus und kann jetzt auf jeden, also er weiß, er wird auf jeden Fall nicht irgendwie ohne Sauerstoff da stehen, selbst wenn er jetzt diesen katastrophalen Wurf hat, weil er kann ja jetzt auf jeden Fall sagen, dass er ja entweder mit dem Spieler hier tauschen möchte oder dass er einfach hier hingeht und ne, dann kann er jetzt am Ende seines Zuges hier 3 Karten ziehen. 1, 2, 3 und er könnte sogar noch, weil er noch einen weiteren Aktionspunkt hat, hier einfach noch so ein Gerät direkt daneben bauen. Mal gucken, ob er das machen möchte. Kein Magnetsturm, aber die Chance, dass der kommt, ist natürlich relativ hoch. Also legt er die Karten jetzt einfach mal hier hin und dann würde er jetzt wahrscheinlich tatsächlich mal sagen, er baut hier einfach noch mal eins hin. Ich habe in der Regel nichts gefunden, dass das nicht geht. Falls doch, guck gerne mal in die Kommentare, ob da jemand gemeckert hat. Und dann könnte dieser Spieler jetzt noch versuchen, hier wieder ein bisschen was zu bergen. Nimmt also jetzt hier mal ne, diesen Dreier-Container, würfelt. Oh, 8, das ist natürlich schon mal sehr gut. Also könnte er jetzt einfach hier hingehen. 1, 2, 3, lädt das hier mal ein. Dann kommt hier so ein Marker hin und es sind noch 5 Aktionspunkte übrig. Und dann könnte er sogar noch einmal hier hingehen für einen Aktionspunkt und für 2 weitere Aktionspunkte diesen Container auch noch einsammeln. Dann ist das hier alles verbraucht. Und dann stellt sich halt die Frage, was er noch machen möchte. Er könnte sagen, komm, er riskiert mal alles, legt hier noch so einen Marker hin für die letzten beiden Aktionspunkte und sammelt dann die beiden Marker hier ein. Ich weiß natürlich schon, was da drunter ist. Er weiß es aber eigentlich nicht. Das Problem ist halt nur, wenn er jetzt noch einen weiteren Marker einsammelt, hat er nur noch einen Slot für Sauerstoff. Deswegen ist vielleicht, vielleicht legen wir den Marker mal lieber hier hin und bewegen uns mal zurück und hoffen, dass wir einfach unterwegs noch genug brauchbare Materialien einsammeln. Dementsprechend machen wir uns jetzt quasi an den Aufstieg, werfen hier mal erstmal diese 2 Karte weg für den, ich hoffe es ist schwarz, bin absolut rot
grün bin, könnte auch dunkelblau oder so sein. Das sind jetzt 5 Aktionspunkte. Also könnte er sagen, er macht es ihm vielleicht sogar noch ein bisschen leichter. Er geht einfach 1, 2, 3, 4, 5 dahin. Und das sieht doch schon mal ganz gut aus. Wie gesagt, man darf auch immer miteinander sprechen, was gerade die klügsten Optionen wären. Und der Spieler hier macht sich jetzt auch den Aufstieg oder die Rückkehr. Er wird nicht den Rover benutzen, das ist ihm gerade auf jeden Fall zu heikel. Dementsprechend wirft er hier jetzt diese Karte ab und wird jetzt diese Runde eigentlich nur Sauerstoff einsammeln. Also geht er 1, 2, 3, 4 hierhin und steht jetzt eben auf so einem OGS. Er hat 2 freie Slots, das heißt, er nimmt von diesem Stapel hier eine Karte und dann eben die zweite Karte. Das war jetzt nicht so super gut. Und das System hier wird jetzt auf diese Seite gedreht. Das ist leider beschädigt. Und jetzt muss man eben schon anfangen zu überlegen, wie kriegen wir es jetzt hin, dass wir diesen Spieler gut nach Hause bekommen. Dementsprechend würde dieser Spieler jetzt mal sagen, na, er gibt, weil wir haben auch nur begrenzte Systeme. Das sind jetzt zwar noch 3, aber gibt mal hier diese Zweierkarte aus. Na, geht eben auch in kleinen Schritten vor. Hat jetzt eben 4 Aktionspunkte. Also könnte er sagen, da, ne, der 2, da müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtig sein, er sammelt einfach mal für 3 Aktionspunkte hier dieses Material ein und kann jetzt eben noch für einen weiteren Aktionspunkt hier quasi so ein OGS nebenbauen. Ne. Normalerweise wird das halt 3 Aktionspunkte kosten, aber das ist eben seine Spezialfähigkeit. Und darum steht natürlich die Kunst, dieses Spiel wirklich gut zu lösen. Man muss die Spezialfähigkeiten der Spieler auf jeden Fall immer gut kombinieren und dann eben das Maximum daraus holen. Dann bleibt er aber hier stehen, darf dann nicht drauf gehen, deswegen hoffen wir einfach mal, dass es gleich nicht kaputt geht. Jetzt ist der Spieler hier wieder dran. Der würfelt mit 2 Würfeln, weil er das hier abgeworfen hat. Er kann jetzt 6 Felder vorgehen. Das ist jetzt das Problem. Wir können mal sagen, er geht hoch und birgt gleich irgendwas und der andere Spieler gibt ihm dann Sauerstoff. Aber der hat ja auch nur noch einen Container. Das heißt, den muss er gleich ausgeben. Um dann 9 zu bekommen, muss er am Ende seines Zuges da draufstehen. Das geht nicht während des Zuges. Also, schwierig. Er geht jetzt 1, 2, 3, 4, ne, sammelt das hier quasi ein und dann 5 geht er hier drauf und zieht jetzt am Ende des Zuges diese Zweierkarte. Mal gucken, ob wir das so durchhalten. Dann wirft der Spieler hier diese Karte ab und sagt, ich hoffe, ich baue hier keine Fehler ein. Beim Vorspielen erklären, mit der Kamera interagieren, kann das schnell mal passieren. Ich habe aber alles soweit richtig erklärt. Das heißt, wenn euch irgendwo auffällt, dass irgendwas falsch lief, heißt das auch, es wurde einfach gut erklärt. Okay, das sind jetzt 9 Aktionspunkte. Damit kann man auf jeden Fall was anfangen. Und auch da wieder überlegen, er könnte jetzt sagen, er geht 1, 2, 3 hierhin, nimmt dann für 3 Aktionspunkte den hier auf, ne, hat jetzt auch mal weniger Platz tatsächlich, mal gucken, ob das wird wahrscheinlich nicht gut gehen. Und für den, ja, das kann er tatsächlich nicht machen, weil dann wird er jetzt noch für einen Aktionspunkt was bauen und würde dann eben keinen Sauerstoff gleich mehr haben. Also müssen wir das leider wieder rückgängig machen. Ich glaube, das war der Marker hier, das waren die 3 Aktionspunkte und legen den mal wieder zurück. Stattdessen baut er einfach hier nochmal so einen hin und geht dann ein Feld vor. Das waren jetzt nochmal 3 Aktionspunkte und dann baut er mal prophylaktisch hier noch so ein OGS hin und zwar auf diese Seite, damit der Spieler eher rankommt und dann lässt er sogar einen Aktionspunkt verfallen, um da noch drauf zu gehen und jetzt eben am Ende seines Zuges 2 Karten hier zu ziehen. Gott sei Dank kein Magnetic Storm dabei, sonst wäre das Ganze ein bisschen komplizierter. Das sollte jetzt auf jeden Fall reichen, um wieder nach Hause zu kommen. Und dann gucken wir, was passiert. Das heißt, der wirft jetzt auch diesen Zweier-Container ab, würfelt dementsprechend 2 Würfel. Das hat, na, brennt, gibt's nicht. 4 Aktionspunkte. Er kann da leider nicht drauf. Das ist natürlich tatsächlich ein Problem. Aber er kann ja 1, 2, 3, 4 hier hingehen. Ja, das ist jetzt zwar nicht so optimal, aber wir haben ja noch mehr als genug Karten, wir kommen auch oft genug durch, das sollte eigentlich kein Problem sein. Dementsprechend kann jetzt dieser Spieler hier sagen, okay, er wirft einfach mal diese Karte ab, würfelt damit 2 Würfel, und 6, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, das hier war das Ergebnis. Er gibt erstmal eine Karte ab an diesen Spieler für einen Aktionspunkt, dann geht er 2, 3, 4... dorthin, also noch 3 zusätzliche Aktionspunkte. Dann, ich hoffe, ich bin jetzt nicht durcheinander gekommen, baut er hier noch einen OGS hin und zieht dann eben dementsprechend jetzt sogar noch 2 Karten. Das haben wir da oben auch eigentlich ganz gut vorbereitet. Jetzt muss der Spieler eigentlich hoffen, dass er ins Ziel kommt, aber ansonsten können wir das ja auch noch beliebig oft machen. Also das heißt beliebig oft, aber na, schauen wir mal. Nur eine 3. Das ist gar nicht gut, aber 1, 2, 3. Er steht dann da und jetzt kann er sagen, okay, er gibt diese Zweierkarte aus, eine 6, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Er gibt also
für den ersten Aktionspunkt diese Karte hier rüber. Ne, da sind noch zwei Aktionspunkte übrig. Dann geht er hier hin. Dann hat er noch einen Aktionspunkt. Und für, er geht dann sicherheitshalber mal ins Ziel. Er darf jetzt also nicht mehr zurück. Dann ist der andere Spieler dran, der das jetzt relativ safe schaffen wird. Mal gucken, wie gut er würfelt. Hat immerhin eine 7. Das sollte auf jeden Fall reichen. Er geht 1, 2, 3, 4. Sammelt er dieses Material hier ein. Und mit dem fünften Aktionspunkt geht er dann hier zurück in die Base. Und jetzt ist das Spiel zu Ende. Wir haben schon mal noch nicht verloren. Wir wissen halt nicht, ob hier jetzt beschädigtes Material oder intaktes Material drunter ist. Und jetzt würden wir das Ganze eben umdrehen, würden gucken. Wir brauchen halt für Beginner 4, für Expert 5. Wir haben ein Material, wir haben zwei Materialien, drei Materialien. Na, mal gucken. Oh, vier Materialien. Mal gucken. Fünf. Wir hätten sogar den Experten-Level geschafft. Und mehr Schwierigkeitsgrade gibt es da tatsächlich auch nicht. Und das ist dann auch schon das ganze Spiel. Wenn man hier in den Rover steigt, das ist auch sehr schön gemacht, da kann man dieses Meeple-Männchen hier wirklich so richtig reinstecken, dass der dann eben auch, wenn man jetzt hinstellen würde, dass man den wirklich so hochheben kann. Und der kann sich dann immer für einen Aktionspunkt zwei Felder weit bewegen. Er kann aber kein OGS mehr aktivieren, also kein neues bauen. Er kann kein Material mehr bergen, er kann keine Route mehr schießen. Aber er kann schon noch Sauerstoff generieren, wenn er auf diesen OGS-Systemen steht. Und ja, das ist das ganze Spiel. Das läuft vom Prinzip her jedes Mal so ab. Meine Zweierpartien haben sich bisher eigentlich alle sehr ähnlich angefühlt. Der einzige Unterschied ist eben diese Fähigkeitenkarte, die man bekommt, diese Rollenkarte, wo man halt immer andere Dinge kann. Hier der Carrier zum Beispiel, der würde dann einfach noch eine Containerkarte mehr bekommen, könnte also mehr Sauerstoff bunkern oder mehr Materialien mitnehmen. Oder es gibt zum Beispiel noch den Rookie, der darf halt einmal im Zug komplett neu würfeln. Oder der Engineer, der darf halt am Anfang des Zuges den Roboter um 0 bis 2 Felder bewegen. Der Roboter fängt auch hier in der Basis an und der würde sich dann auch einfach vorbewegen, stellt auch einfach ein Hindernis dar, das man überspringen kann, das aber eben flexibel ist. Und da ist ein bisschen schade, hier müssen wir nach der, glaube ich, japanischen Version des Spiels suchen. Da haben diese Rollenkarten noch so ein Anime-Bild drauf, was es einfach nochmal deutlich netter macht. Das hätte man hier auch, statt das drum drauf zu schreiben, einfach so ein Bild drauf und das alles ein bisschen nach unten rücken. Das hätte eigentlich auf jeden Fall auch ganz gut geklappt. Die Rückseite ist auch immer gleich, da gibt es jetzt auch keine unterschiedlichen Ziele, die man erfüllen muss. Man muss eben einfach nur, wenn man mit mehr Spielern spielt, mehr Materialien bergen. Das sollte dann aber auch eigentlich, na, vielleicht ist es mit mehr Spielern deutlich schwieriger, das weiß ich nicht. Da hat man aber eben auch mehr Fähigkeiten, die man kombinieren kann. Natürlich ist man dann prinzipiell schneller durch diesen Stab hier durch, weswegen da auch schneller mehr Magnetstürme reinkommen können. Aber wenn dementsprechend eben auch hier einfach mehr Charaktere auf dem Spielplan stehen, dann kann man natürlich auch mehr Leute überspringen, kommt also noch schneller voran. Und ja, wie finde ich das Spiel? Es sieht natürlich erstmal aus wie Tiefseeabenteuer. Da ist meine letzte Partie tatsächlich schon ein paar Jahre her. Das große Problem dieses Spiels ist eben das, wo manche Leute schon sagen, cool, Tiefseeabenteuer, kooperativ. Aber Tiefseeabenteuer muss ich halt immer was riskieren, weiter nach unten gehen, weil ich halt mehr erreichen möchte als meine Mitspieler. Da muss ich halt immer auch den Schritt mehr gehen. Das braucht man hier irgendwie gefühlt nicht. Man geht halt runter, geht hoch, versucht das gemeinsam zu schaffen. Wenn nicht, haben wir halt irgendwie alle verloren. Und ich habe jetzt das Spiel irgendwie viermal gespielt und ist viermal ohne Probleme geschafft. Also ich wäre super dankbar dafür, wenn hier irgendjemand einen fundamentalen Regelfehler findet und mir in die Kommentare schreibt, Ben, das und das machst du grundlegend falsch und das änderst du das Spiel deutlich schwerer. Aber ich glaube tatsächlich, das ist nicht der Fall. Ich habe auch schon andere englische Rezensionen gelesen, wo es auch hieß, ja, das Spiel ist schon relativ einfach. Wie gesagt, es ist nicht wirklich viel Abwechslung dabei. Klar, die Marker hier können irgendwie anders vertauscht sein. Die Wahrscheinlichkeiten sind aber mal gleich hoch. Hier ganz rund zu kommen, war bisher nicht das Problem. Was dieses Spiel auf jeden Fall gebrauchen könnte, wären irgendwelche Challenges. Das heißt, jeder Spieler hat einen Container weniger. Oder ihr könnt nur zwei OGS-Systeme bauen. Oder ihr dürft keine Routenmarker verwenden. Oder alle Sauerstoffgeräte geben irgendwie ein weniger ab da, wo in einem Durchgang die Magnetsturmkarten gezogen wurden. Oder irgendwas. Also es gibt da bestimmt zig Ideen von Leuten, die besser Spiele designen können als ich, mit denen man das Spiel deutlich abwechslungsreicher machen kann. Und ja, ich hoffe, dass es da dann noch so ein paar Fan-Module für geben wird, die das dann eben machen. Aber so hat man einfach ein gemütliches, kooperatives Spiel, wo man schon viel miteinander reden muss, überlegen muss, was jetzt so die besten Optionen. Man ist dann natürlich auch ein bisschen den Würfeln ausgeliefert. Man kann eben mit drei Würfeln hier eine 9 würfeln und richtig 4 machen. Man kann aber auch einfach nur eine 3 würfeln. Aber auch da kann man jetzt sagen, das ist Glück und Zufall. Man sollte das Spiel dann aber eben so spielen, dass man auch immer mit so einem Ergebnis rechnet und dann nicht auf einmal sagt, oh, jetzt haben wir keine irgendwie im Schnitt, was weiß ich, 6 oder 7 gewürfelt. Ist ja doof, sondern muss eben im Einplan, okay, der Spieler, der gerade wirklich kurz vor knapp steht, der könnte mit so einem Ergebnis arbeiten müssen. Wie beugen wir davor, dass wir dann eben nicht das Spiel verloren haben. Und das ist dann auch durchaus ein bisschen das Reizvolle daran, dass man miteinander kommuniziert.
wie gesagt, mit Varianten, mit irgendwelchen Challenges oder eben in einer Gegeneinander-Version würde mir persönlich das Spiel wahrscheinlich besser gefallen, aber das ist natürlich nur absolut persönlicher Geschmack. Ihr habt jetzt einmal gesehen, wie das Spiel funktioniert. Ich hoffe, das war informativ und hilfreich für euch und ihr wisst jetzt, ob ihr Moon Adventure für eure Sammlung braucht oder nicht. Und wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Das war's von mir, bis bald und tschüss!